Borgrim habe ich ja gut ausgerüstet jetzt mit Zwergensachen. Gut, ich hätte ihm noch eine Zwergenrüstung verpassen können. Also er trägt. Nee, er trägt Plattenzeug noch immer. Muss ich echt noch mal bei dem Zwergenrüstungshändler gucken. So, hier gibt es nichts Besonderes mehr. Ich muss da oben zum Schmied. Das Rezept für die Gegengewichte zu kaufen. Und da muss ich wieder rüber zum Paiosplatz in mein Anwesen. So, Meister Magnosch, Meister Fluxosch. Der hat das Rezept, was ich brauche. Dann müssen wir hier durch. Meist. Nicht beibringen, sondern verkaufen gegen Gewicht. So. Einen Hafen wollen wir nicht, sondern hier beim Praios-Tempel zum Praios-Platz durch. Da sehen wir nämlich auch gleich in meinem Anwesen. Ja, tut mir leid, so lange hatte ich das eigentlich nicht geplant, aber. Das hat man davon, wenn man ein bisschen Crafting in das Spiel einbaut. Wollten wir nicht die Geheimnisse des Theseus-Kristalls ergründen? Schade, Waffen liegt nicht. Selbst mit Bezahlung. Ja, hier sind schon alle am Durchdrehen, weil ich sie die mitnehme. So, Lederbänder. Stahl und Kohle, was? Aber wann? Wann werden wir sie in den Händen halten? Stahl und Kohle. Meister? So, dann können Stahl und Kohle schon mal wieder zurück. Ich versuche mein Bestes. Vorgrim gibt uns alles, was wir brauchen. So. Das Ding ist, scheint schwer zu sein. Vier Stein. Oder sind die alle schwer? Ja, die könnten schwer sein. Ach ja, und die Materialien natürlich sind auch schwer. Ah ja, jetzt hat sie einen guten Speer. Chance auf Wunde 2W plus 6. Weil der hier, der Wurmspieß, hat nur 1W plus 9 gehabt. So, das heißt, die Lederbänder können weg und Gwendala kann auch hier gleich Sachen herstellen.
Sanya. Also 10 hiervon. 10 hiervon. Die sind nämlich, glaube ich, so viel dazu. Kriegsbolzen kommen zu Gladys. Ja, ganz ehrlich, so Jagdpfeil. So. Lass das mal vorgreifen. Ja, wir lassen jetzt Vorgrim den Packesel spielen. Verballern erstmal dann Kriegspfeile, bevor wir wieder zu den schlechteren Pfeilen übergehen. So. Gladys packt noch die Waffen weg, die nicht gebraucht werden. Na klar. Aber ich glaube, bei dem Rüstungshändler haben wir nichts wirklich Interessantes gefunden. So. Ein mandischer Armbrust und Marimosa Eisenwald und der Wurmspieß gehört weg. So, und sicherheitshalber Quicksave. Wir hatten bis jetzt eigentlich eine ruhige Reise. Wir hatten den Encounter mit den vielen Skorpionen nicht mehr. Allerdings weiß man nie, was noch kommen kann. So. Jetzt noch einmal zu Händler hier. Aber nicht zum Waffenhändler, sondern doch nicht zu Watzmosch, sondern wir müssen hier drüben zu Momplosch. Der verkauft nämlich Rüstungsteile. So. Ich versuche mein Bestes. Zwergische Panzerstiefel. Ja, die hätten weniger Rüstungsgewöhnung. Hatten wir nicht noch einen? Genau, den Plattenpanzer. Ich weiß nicht, irgendwie will ich ihm Vorgrim gönnen. Zwergische Panzerhandschuhe. Also ja, alles was Vorgrims Belastung senkt oder ihn besser macht. Außer vielleicht ein neuer Helm, weil dann kann er irgendwann meinen haben. Schuppenpanzer. Schuppenpanzer hat mehr Behinderung als der zwergische Plattpanzer. Ich hätte aber auch gerne noch die Panzerstiefel. Die bringt ihm nichts. Ja, zwergisches Kettenhemd ist nur gering besser. Na komm, zwergischer Plattpanzer her damit. So. Damit geht die Behinderung um 1 runter. Und teilweise sind auch bessere Sachen. Damit dürfte sie jetzt um 2 wieder hochgehen. Aha. 3 Behinderung für Vorgrim ist vertretbar. Welche, nämlich noch dem Helm dann geben würde, wären wir wieder bei
2 unten. Später. So. Das Ferdocker Hemd behalten wir mal. Ich glaube, ich habe ihr ja vergessen, die Lederrüstung doch wegzunehmen. Die Sachen hingegen können wir jetzt verkaufen beim Waffen, beim Rüstungshändler. Weil wir brauchen sie nicht mehr. So. Gut. Jetzt sind wir definitiv gerüstet. Also ja, nichts geht natürlich über meine Rüstung. Leider. Auch wenn die zwergischen Plattenschultern besser sind als meine Schultern. Aber dafür macht das Zeug einfach keine Behinderung. Lass das mal vor Grimm machen. Und ja, das sind 5 statt 2. Also Vorgrimm ist jetzt ein laufender Panzer, wenn man es genau nimmt. Was auch gut ist, dass es ist. So. Ihr bewacht immer noch fleißig das Portal, durch das wir jetzt treten werden. Mit mehr als genug Munition und Ausrüstung und Zuversicht. So. Ja, auch wie die Tiefen von Kultur. Ein Rätsel, ein toter Zwerg. Ja, Tiefen von Kuldur wurde aktualisiert. Adesia wurde abgeschlossen. Adesia, ich habe Adesia besiegt und ihre Forschungen zu den Teleportationsportalen entdeckt. Das Teleportationsportal hat mich in unbekannte Höhlen geführt. Ja, die Tiefen von Kuldur. Die tiefen Höhlen von Morolosch. Tief liegen die Höhlen von Kuldur im schwarzen Gestein. Viel tiefer als die heutigen Stollen der Zwerge. Und es scheint, als wären sie längst in Vergessenheit geraten. Einzig jedoch waren die Wege durch die Höhlen wohl bekannt, denn sie führten nach Korumba, der mystischen Stadt der Grollme. Von ihr sagt man, sie sei voller Schätze. Dann jedoch wütete ein Krieg zwischen Zwergen und Grollen, sodass die Groschim sich gezwungen sahen, die Zugänge zu den Höhlen zu versiegeln und diese dunkle Vergangenheit für immer hinter sich zu lassen. Erkunde die Höhlen. Ich habe über den Teleporter wie erhofft die Höhlen erreicht. Nun heißt es, den Bereich, in dem ich gelandet bin, zu erforschen und einen Weg zurück nach Morolosch zu finden. Adesia muss hier einen wichtigen Hinweis auf den Verbleib des adamantinen Herzens vermutet haben. Zu seinem ist Eile geboten, denn ich weiß nicht, was meine Gegner in der Zwischenzeit so alles anstellen. Finde eine Teleportationsscheibe.
Was auch immer ich bei meiner Erkundung finden werde, ich muss auch nach einem Rückweg suchen, denn die Heimreise durch den Teleporter ist versperrt. Offenbar fehlt zum Aktivieren des Teleporters eine von den Obsidianscheiben.